Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Salzwelten für zu Hause. Die herbstliche Jahreszeit hat angefangen. Die bunten Blätter fallen langsam von den Bäumen, die Abende werden dunkler und auch ein wenig kühler. Und deshalb finden wir, dass es genau die richtige Zeit ist für Schokolade. Und deshalb zeigen wir euch heute, wie man mit simplen Mitteln eine eigene Schokolade kreieren kann. Wir haben unseren Fokus auf das Kürbisgewürz gelegt, was man in dieser Jahreszeit auch besonders häufig erlebt in Gebäck oder vielleicht auch im Kaffee als Sirup. Und ja, wir starten einfach mal direkt damit, dass wir die eigene Schokolade machen. Bis gleich! Hier seht ihr einmal die Zutaten, die wir für das Rezept brauchen und gleich verwenden werden. So, dann haben wir alle Zutaten aufgebaut und starten jetzt mit dem Vermengen. Wir haben 120 Gramm Kakaobutter. Das sind so kleine, ja, Nupsis, Kügelchen. Die habe ich jetzt schon einmal in der Mikrowelle, ja, erwärmt. Dann werden sie ganz flüssig. Es sieht so ein bisschen aus wie Olivenöl, so ein bisschen eingetrübt. Und damit haben wir dann unsere Basis, die Kakaobutter. Dann packen wir 80 Gramm Kakaopulver dazu, immer schrittweise. Das Ganze muss dann gut verrührt werden, damit keine Klümpchen mehr übrig bleiben. Das dauert jetzt eine Weile. Sehen, es nimmt jetzt durch die Kakaopulver schon eine schöne braune Form an, wie typisch ist für die Schokolade. Gut. Dann als nächster Schritt nehmen wir etwas für die Süße. In meinem Fall ist es Agavendicksaft. Man kann aber auch Ahornsirup nehmen oder andere flüssige Süßungsmittel. Und wir brauchen davon 4 Esslöffel. Das wird wieder eingerührt. So. Dann nehmen wir Nussmus. In meinem Fall ist es Cashewkernmus. Es gibt auch verschiedene andere. Ja, Nussmus-Sorten, da könnt ihr nach Belieben selber euch aussuchen, was am besten schmeckt oder auch ausprobieren. Davon nehmen wir dann 2 Teelöffel. Und das Nussmus ist wichtig für die Schokolade, damit das Ganze hinterher schön glänzt und nochmal eine cremige Konsistenz bekommt. Und auch hier wieder alles schön einrühren. Damit haben wir alle Grundzutaten zusammen und jetzt möchten wir natürlich noch unser Herbstgewürz dazu tun. Das ist in unserem Fall eine Kürbisgewürzmischung. Und zwar sind das 9 Gramm, die wir in einer fertigen Packung haben. Das heißt, da sind schon verschiedene Sachen zusammengemischt. Zum Beispiel einmal das Kürbispulver, was schon gerieben wurde. Dann ist da noch Zimt drin, Nelke, Piment. Und ein bisschen Muskatnuss und Ingwer. Ihr merkt schon an der Mischung, es erinnert sehr an einen weihnachtlichen Geschmack. Man kennt das auch von Lebkuchen. Und auch hier wird wieder alles gut eingerührt und verteilt und darauf geachtet, dass sich möglichst keine Klümpchen bilden. So, fertig. So, jetzt habe ich mir hier ein Backblech genommen, das Ganze mit Backpapier ausgelegt und werde darauf die Schokolade verteilen. Kann natürlich auch spezielle Silikonförmchen nehmen, die dann so eine Tafelform hat, wie man das aus dem Supermarkt kennt. Oder man nimmt kleine Pralinenförmchen. Das kann jeder selber so gestalten, wie er möchte. Und in meinem Fall soll es hinterher Bruchschokolade werden. Und von daher ist mir das Backblech ausreichend. Ich brauche keine große aufwendige Form, weil ich eh hinterher alles in kleine Teile brechen werde. So. So, jetzt verläuft schon alles sehr gut. Und ja, jetzt haben wir die Kürbisschokolade soweit fertig. Und wie soll es anders sein, werden wir in den Salzwelten natürlich noch ein bisschen Salz auf einen Teil der Schokolade drüber streuseln. Ihr könnt auch andere Sachen nehmen zum Dekorieren, zum Beispiel Mandelsplitter oder essbare Blüten oder jetzt mit weißer Schokolade einfach nochmal ein Muster drüber ziehen. Da sind ja Fantasie keine Grenzen gesetzt. Bei uns ist es jetzt einmal die schlichte Seite und ein bisschen Salz auf der anderen. Und dann packen wir das Ganze für 30 Minuten in den Kühlschrank und schauen mal, wie unsere Schokolade anschließend schmeckt. Bis gleich. So, und hier haben wir unsere erkaltete, abgekühlte Schokolade.
Die ist sehr fest geworden, lässt sich auch einfach runternehmen. Schön verlaufen, relativ gleichmäßig. Und ja, ihr seht, hier glitzert es ein bisschen an der Seite. Das ist unser Salz und der Rest ist ganz normal geblieben. Und ich breche das Ganze jetzt mit den Händen in viele kleine Teile. Und es gibt ja auch Leute, die haben so einen kleinen Holzhammer, wo man das Ganze nochmal mit klein schlagen könnte. Das dürft ihr euch überlegen, wie ihr das machen möchtet. Genau, ich breche jetzt verschiedene kleine Teile raus. Ihr seht, es ist auch schön dünn geworden. Gar nicht so große Schokoklumpen, die man dann im Mund hat. Und dann schauen wir mal, wie das Ganze hinterher schmecken wird. Und nach der getanen Arbeit wünsche ich euch guten Appetit beim Probieren eurer eigenen Schokolade. Tschüss und bis zum nächsten Mal.